So, wir haben es jetzt hier in die heiligen Hallen von Hasbro geschafft und ich stehe jetzt hier hinter den zwei Neuheiten für 2014. Einmal den Cam Blaster, was jetzt erstmal so aussieht wie eine weiße Rapid Strike oder so, ist in Wirklichkeit halt ein Blaster mit eingebauter Kamera. Also man sieht hier ein Display, vorne ist halt die Kamera dran, man kann aufnehmen und es ist halt echt eine schicke Sache, aber mehr als die Kamera gefällt mir echt schon so das Design jetzt, wo ich das erste Mal sehe. Es ist halt super krass Mass Effect mäßig und also das sieht an sich so schon extrem geil aus und diese Kamerafunktion ist halt echt einfach nochmal ein nettes Gimmick. Und darüber haben wir die Demolisher. So eine der ersten Nerfs, die wirklich ab Werk quasi schon so einen Unterlauf Granatwerfer hat. Das ist halt echt ein schickes Teil, ist Flywheel betrieben. Optisch so ein kleines bisschen Mischung aus Drive und Rapid Strike und verschießt halt so fette Pfeile mit diesem Unterbauwerfer. Das finde ich auch extrem geil. Und farbtechnisch ist es halt wieder weg vom Blau. Jetzt halt hier oben im Orange, unten in Weiß. Und mit Laufverlängerung, allem möglichen Kram dran. Echt zwei extrem schicke Sachen. Und eben die Sache mit dem Unterlaufgranatwerfer ist halt auch irgendwie. Man muss nur einmal pumpen und dann kommt quasi die Rakete rausgeschossen. Das ist echt eine schöne Sache und definitiv irgendwas, was man sich für 2014 merken könnte. Die Megaserie bekommt jetzt quasi auch nochmal ein kleines Update in Form von einem Bogen, was halt 4 Megadarts fassen kann. Und endlich mal einen Bogen, der auch wirklich so Erwachsenenausmaße hat. Das ist echt eine richtig schöne Sache und wenn das wirklich so Mega-Pfeile verschießt, dann ist das definitiv für mich ein sehr schöner Bogen. Die Verpackung halt hier, 85 Fuß soll der Bogen schießen. Das sind, Timo, hilf mir kurz, im Meter ausgerechnet. 25 bis 30, würde ich sagen, etwas dazwischen. Ja, perfekt. Das ist schon ordentlich. Und mit den vier Darts ist das echt eine schöne Sache. Schöne Sache, Stichwort. Worauf ich mich jetzt hier bei der Messe am meisten gefreut habe, sind die Neuheiten von der Zombie Strike-Serie. Einmal die Slingfire, die halt so ein bisschen Winchester-Style hat. Und, was ich noch gar nicht gesehen habe, ist dieser kleine Mini-Revolver, zweischüssig, mit einem Hammer-System wie bei der Hammershot und dann halt zwei Läufen. Und das Design, das haut mich jetzt wirklich echt von den Socken. Das ist eine Geschichte, die hatte auch noch keiner sonst irgendwo bisher in irgendeiner Form gesehen und nicht mal in Fotos, noch so pixelig, noch so schön oder noch so schlecht. Wir haben es jetzt halt mal hier in dem Video und das Teil ist echt der absolute Oberkracher. Ich meine, ne, ich habe mich schon gefreut, halt jetzt die Slingfire mal zu sehen, aber die kleine Pistole, die toppt halt echt nochmal richtig.